hinten gibt's Kaffee. Alles ist super. Kaffee und ein Buch. Und was ist los? Wir reden jetzt über den Schweinehund. Ah ja, genau. Vorher haben wir über den Schweinehund gesprochen. Before we talk about the Schweinehund, because you asked me about Pig Dog. So, who is the dog? Wie auf den Hund gekommen? So, I don't feel like a Hund, but sometimes I feel my Schweinehund inside is quite strong. We have to overcome the Schweinehund. So my Pig Dog. It's a little bit kind of pig and a dog. It's quite powerful, and sometimes you have to, den Schweinehund überwinden. Schweinehund, Pig Dog. And so now I can make the round back to my book, Pneuma, Numia in English, but it's in German language only. It's written in German language. It's Pneuma. And one episode which plays in Greece, actually happened in the coffee house, is about the Schweinehund. And the Schweinehund is something which is inside the person. Maybe it's located near the stomach. Also es ist quasi drinnen, der Schweinehund, in einer Person. Und ist wahrscheinlich irgendwo in der Bauchgegend. Da ist es irgendwo, da wohnt der Schweinehund. Und da geht es immer darum, der Schweinehund, ist der stärker oder schwächer als man selbst? Das ist eigentlich das Thema oder Thema einer Episode in Pneuma. Wo es auch darum geht, kann man das in Englisch übersetzen, Schweinehund. Und jetzt trinke ich Kaffee. So, soweit zu meinem Buch, Pneuma. Ich bestehe darauf, an einem beliebigen Vormittag beliebige, völlig zusammenhanglose Momente erleben zu dürfen, schreibt er. Pneuma, das Leben beginnt mit dem Atem. Alle Dinge kommen von ihm und wenn ich jetzt atme, weiß ich auch nicht, wo der Luftzug geblieben ist, sagt sie.